Hallo Leute, ja, wir hatten letztes Mal den Drucker angeschmissen. Was liegt denn da jetzt noch im Erdreichschutt? Okay, den habe ich dann auch hier schon aufgestellt, wie ihr seht. Jetzt können wir da mal gerade reinschauen. Da ist ein großer Drucker zu drucken, den wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Schmelzofen, Erdzentrifugo, Chemielabor, da können wir auf jeden Fall jetzt einige Dinge machen. Extra-Auftragsplattform, Handelsplattform und so. Da ist klar, das ist jetzt alles hier möglich. Buggy, Misch, großer Drucker. Da waren wir schon durch beim großen Drucker. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Müssen wir schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ja, würde ich sagen, ihr guckt das Logo und dann gehen wir in den Großbildschirm. So, dann sind wir jetzt hier. Jetzt brauchen wir wieder Sauerstoff. Ja, wir müssen gucken, dass wir es mit dem Sauerstoff geregelt kriegen. Das ist jetzt einer der wichtigsten Punkte, denke ich mal. Dass wir hier eine Sauerstoffversorgung hinkriegen. Ne? Konnte man das hier drucken? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal schauen. Sauerstoffmacher. Aluminium und Keramik brauchen wir. Der Keramik braucht man einen Ofen für. Höchstens werden jetzt hier was rumliegen. Aber ich glaube, jetzt kommt jetzt gerade ein Sandsturm wahrscheinlich auf. Ne? Das ist nicht so dolle. Was haben wir denn hier oben noch liegen? Lehm und. Ja, Lehm ist ja schon mal gut. Das heißt, irgendwo konnten wir. Ach so, an dem da hinten konnten wir. Sag schon, warte, wenn wir hier jetzt Luft kriegen, das ist ja cool, dann kann ich da in den Drucker reingucken, ohne dass ich die Luft weggehe. Gemisch und Harz brauchen wir. Ein Gemisch und zwei Harz. Gemisch, nee, das war Lehm da oben. Gemisch war das nicht. Gemisch war da lang. Dann laufen wir da mal schnell hin und holen das. Und Harz habe ich jetzt noch nicht in Erinnerung, wo das ist. Müssen wir schauen. Kriegen wir gleich auch hin, denke ich. Ja. Nehmen auf jeden Fall mal zwei mit, ne? Noch nicht genug. Jetzt aber. Da ist unsere Basis. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Jetzt sieht man sowieso besonders nicht so viel, aber macht auch jetzt keinen Sinn, hier ohne Sauerstoff durch die Gegend zu tapern. Ja, wir laufen da gerade hin. Ja, wir haben keinen Sauerstoff, du hast recht. Okay. Gut, Sauerstoff wieder da. Jetzt müssten wir überlegen, wo wir Harz finden. Ist das hier Harz? Nee. Wo könnte hier Harz sein? Da oben blinkt auf jeden Fall auch was. Das sieht nach Dingens aus. Sag schon Gemisch. Hier sind schicke Pflanzen, keine Ahnung. Die wollen wir vielleicht besser nicht. Ah, da oben ist das Harz. Direkt neben uns. Haben wir wieder voll gut aufgepasst, ne? Warte mal, lass mal nochmal zurückgehen. Gehen wir an die Leitung. Was wollte ich jetzt gucken? Also im Rucksack habe ich irgendeinen Teil drin gehabt. Gemisch, warte mal, das Gemisch können wir erstmal definitiv hier hinlegen. Das könnte auch da schon ein Drucker, ne? Gut. Okay. Und da muss noch Keramik da rein. Ne, Keramik nicht. Was braucht man für ein Ding? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Lass mal gerade hier überlegen. Erde ist okay. Hier ist frei. Da ist Energiezelle. Da ist kleine Batterie. Hier ist Dynamit. Ich glaube, das laufen wir mit jetzt mal gerade nicht hier durch die Gegend mit, oder? Macht jetzt nicht so wirklich Sinn, oder? Wo lege ich es denn hin? Da? Da erstmal. Und das hier ist ein Arbeitslicht. Das brauchen wir schon eher. Was ist hier oben denn? Da ist ein Flutlicht und da ist ein Arbeitslicht. Das Flutlicht. Achso, das kann man noch anschalten auch noch. Okay. Ich glaube, das tut sich hier aber nichts. Kann ich es da anschalten? Ja. Aber das bringt mir da irgendwie nichts, oder? Wo kann ich es denn hier hin machen, dass ich hier mehr sehen würde? Mal schauen. Mal gerade den Rucksack zu. Gibt es hier eine Stelle, wo man es ranbappen kann? Wohl nicht. Na, da wollen wir jetzt nicht lang gehen, wo diese tollen, komischen Dinger sind, ne? Ist hier irgendwo noch Platz? Nee.
Doch, da könnte Platz sein, auf dem Ding hier, oder? Das Flutlicht kann da hin, oder? Und dann machen wir da ein F hin. Ich weiß nicht, ob es was bringt oder nicht bringt, aber wir haben jetzt hier Licht. Vielleicht machen wir das Flutlicht auch am Buggy oder so fest. Da wird es vielleicht noch mehr bringen, ne? Kann das sein? Ah, ich glaube, das macht da mehr Sinn. Wo ist der Buggy? Hatten wir überhaupt einen hier? Weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, Sauerstoff erstmal holen. Da liegen noch Stromverlängerungen, die legen wir mal besser oben auf die Plattform, dann sehen wir die auch. Ja, hier müssen wir mal den Schrott irgendwie loswerden, ne? Das ist alles Schutt. Ja, mal schauen, wie wir da aufräumen können, ne? Ein Buggy gibt es hier gar nicht. Ich glaube, wir sind hier mit der Rakete direkt angekommen, ne, oder? Was leuchtet da? Okay, da ist auch wieder eine Zelle drauf. Der Rest ist Schutt wohl. Ja, und du willst schon wieder Sauerstoff haben. Machen wir keine Sorge. Die Energiezelle können wir doch hier irgendwo verwursten, oder? Macht vielleicht Sinn. Verbrauchsgegenstand, der deine Kraftkapazität erhöht. Ja, irgendwann ist es dann weg. Okay, aber das ist nicht schlimm. Das Licht da hinten ist da jetzt dran, ja. Ja, wir brauchen Harz. Und Sauerstoff. Gut, machen wir erstmal zurück. Wegen Sauerstoff und so. Den Harz da drauf. Das war der zweite, auch Harz. Okay, brauchen wir zwei Harz. Noch kein zweiter Harz da, das heißt, wir müssen da noch mal hin. Na, jetzt haben wir das. Gleich an die Sauerstoffgeschichte dran. Ne? Rucksack auf, sehen wir nichts. Und untersuchen und den Schmelzofen drucken. Gut, dann kommen wir da schon mal einen Schritt weiter. Dann kommen wir an Keramik. Mach den Rucksack zu. Was braucht man denn? Keramik und Aluminium. Da oben war Laterit, oder? Ne, Wolfram jetzt. Schade. Ich dachte, das wäre Laterit gewesen. Das ist jetzt unser Ziel, dass wir das hier finden, ne? Warte mal, was war denn da oben auf dem Berg? Einmal nochmal Luft holen. Können wir hier durch? Sieht so aus, oder? Was ist das da oben? Ist das Gemisch oder ist das was anderes? Zinkblende? Ah, ist nur Gemisch. Ja, dann zurück zum Sauerstoff erstmal. Ist vielleicht besser. Ja, schauen wir mal in die andere Richtung. Hier beim Harz vorbei. Nochmal Gemisch. Da ist nochmal Harz. Das nennen wir wohl auch Gemisch sein. Gut, das heißt, hier kommen wir gerade nicht so weiter. Wieder Luft holen. Vielleicht eben auf dem Berg gucken. Vielleicht können wir da noch irgendwas entdecken. Okay, was wir hier auf jeden Fall entdecken können, ist, dass hier geschossen wird. Und hier geht es auf jeden Fall tief in die Erde. Okay, gut, wir gehen erstmal zurück, um wieder Luft zu holen. Passt erstmal, ne?
Okay, das hat so keinen Sinn, denke ich mal. Wir brauchen ein Fahrzeug. Und hier war keins, ne? Definitiv nicht, ne? Was haben wir jetzt da? Da haben wir den Ofen, Werte. Den werden wir jetzt erstmal auspacken. So, und der kann dann eigentlich auf einer Plattform sitzen, die wir noch nicht haben, oder? Haben wir ja Plattform? Ich glaube noch nicht, ne? Die war definitiv Schrott. Ich glaube, hier waren auch noch Schrottplattformen, ne? Oder war das da oben eine gute? Ne, war auch nicht. Das heißt, nächste ist jetzt eine Plattform angesagt. Oder wir machen das so, dass wir den runternehmen und den da drauf setzen. Dann könnte der ja funktionieren, oder? Warte mal, jetzt haben wir hier jetzt seltsamen Gegenstand. Der muss da nicht drauf sitzen. Was ist das hier? Forschungsprobe, okay. Die muss auch nicht da drauf sitzen. Den Drucker lass da jetzt mal den großen. Ja, ich hole mal gerade Luft. Und jetzt nimm mal den Lehm, der kann schon mal gebrannt werden. Ach so, den muss man immer anschalten, ne? Passt schon. Gut, das funktioniert erstmal. Da hinten ist so ein Teil, da sind wir glaube ich schon hochgelaufen. Schutt, Schutt, alles Schutt. So, Keramik haben wir schon. Das musste hier hin. Wie der kleine Drucker kann auch so stehen. Wenn er so ist, dann kann der auch hier angeschlossen werden. Wie, der geht da nicht dran? Ah, die ist kaputt. Okay, alles klar. Das ist schade. Dann brauchen wir Sauerstoff. Müssen wir den Drucker. Nee, ich wollte einen da raus haben. Wie benutzen? Ja, bleib hier, ich brauch dich. Der muss da dran. Okay, das funktioniert so nicht. Ja, hat wieder gut geklappt hier. Das reicht gerade nicht, ne? Das kann jetzt nicht sein, oder? So, da fließt aber kein Strom. Da geht auch nichts. Es geht nur da was. Komm, dann nehmen wir den Drucker hier in der Hand. Stell den mal hier hin. Und guck mal gerade, ob es dann was fließt. Ne, der Anschluss da unten ist auch kaputt. Alles klar, dann hat es keinen Sinn. Dann hat es keinen Sinn. Ist der Anschluss auf der anderen Seite noch heile? Das ist die Frage, ne? Da ist ja noch einer, ne? Ja, der geht. Sehr schön, dann kommt der Drucker auf die Seite halt. Dann können wir hier noch einen zweiten auf jeden Fall rausholen, einen zweiten Strang, das macht Sinn, ne? Gut, was war noch runtergefallen? Irgendwas war runtergefallen. Der Keramik? Nee. Was ist das hier? Schutt. Mir war irgendein Material da gerade eben runtergefallen, aber da stand der hier noch hier oben. Ah, da. Keramik. So, jetzt brauchen wir Aluminium. Das können wir, Wolfram können wir trotzdem brennen hier, das ist ja kein Problem. Aber sonst.
Haben wir jetzt hier nichts? Forschungsprobe, ja, man könnte natürlich den Drucker nehmen und ein Forschungsding bauen. Wäre jetzt auch nicht verkehrt, ne? Schmelzofen haben wir, Erzzentrifuge, Chemielabor hier, Forschungskammer bauen. Gemisch und Harz ist eigentlich easy going, ne? Diesmal brauchen wir zwei Gemisch und ein Harz. Kurz Luft holen. Dann einmal hier Harz wegholen. Ja, fehlt noch was. Gut, haben wir. Und dann einmal Gemisch holen. Aber warte mal, irgendwo ist mir gerade was vor die Füße gefallen, wo ich gedacht habe, Alter, das ist doch vielleicht das Teil, was ich eben von gesprochen habe, oder? Aber wo ist denn das jetzt hingefallen? Ah, da unten. Ne, war eine Forschungsprobe. Okay, das war dann was anderes. Gut, weil mir fehlt irgendwie dieser komische ein Teil. Das stand, glaube, sag schon. Aber da erst nochmal Luft holen. Und dann renne ich dann dahin und hole das Gemisch, aber wir machen erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.